Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marvin. In diesem Video zeige ich euch die Neuerungen im Picon Basket 2.9. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade ein Angebot geladen und bin direkt zum Reiter Formular gegangen. Hier gibt es einige Neuerungen am Erscheinungsbild. Am Workflow hat sich aber kaum etwas geändert. Die bisher bekannte Formularansicht steht weiterhin zur Verfügung, wird aber mit dem nächsten Release im Herbst entfernt. Für die Darstellung eurer Formulare könnt ihr aus verschiedenen Vorlagen wählen. Wenn ihr zum Beispiel ein Dokument ohne Preisinformation versenden möchtet, wählt einfach die Vorlage Artikelübersicht. Wie gerade zu sehen, werden dann nur noch die Produkte mit ihren Merkmalen aufgelistet, allerdings ohne die Preise. Das kann für eine erste Projektübersicht sehr hilfreich sein. Eine weitere Neuerung betrifft die Darstellung von Bildern. Ihr könnt nun für jedes Ordnerbild individuell festlegen, ob das Bild klein oder groß im Angebot angezeigt werden soll. Wenn ihr wie hier gezeigt auf einen Ordner klickt, dann könnt ihr in den Optionen per Klick festlegen, ob das Ordnerbild groß angezeigt werden soll oder nicht. So könnt ihr entsprechende Ordnerbilder vollflächig anzeigen und euer Angebot ganz einfach weiter individualisieren. Das funktioniert, wie ihr hier sehen könnt, nicht nur für Ordner, sondern auch bei Set-Artikeln. Neben den Optionen zur Bildanzeige könnt ihr auch auswählen, ob ihr die Unterposition des Set-Artikels im Angebot angezeigt haben wollt oder nicht. So habt ihr noch mehr Flexibilität, denn ihr könnt für jeden Set-Artikel einzeln bestimmen, ob die Unterposition ausgegeben oder nur der Gesamtpreis des Sets im Formular angezeigt wird. Wechseln wir nun einmal vom Reiter Formular in die Kalkulation. Auch hier gibt es einige Neuerungen. In der Artikelkalkulation gibt es im Bereich Verkauf drei neue Zeilen. Hier könnt ihr einen angepassten Verkaufspreis hinterlegen und weitere Rabatte oder Aufschläge hinzufügen, die allerdings nicht im finalen Angebot ausgegeben werden. Man könnte auch sagen, versteckte Rabatte. So könnt ihr den angezeigten Verkaufspreis für den Kunden anpassen, noch bevor ihr Rabatte oder Aufschläge hinzufügt. Eine weitere neue Funktion im Bereich der Kalkulation ist, dass ihr zusätzliche Rabatt- oder Aufpreiszeilen hinzufügen könnt. Das funktioniert sowohl in der Artikel-, aber auch in der Kopfkalkulation. Wenn ihr auf das kleine blaue Plus-Symbol drückt, werden die zusätzlichen Zeilen eingefügt. Natürlich könnt ihr sie auch wieder einzeln löschen. Eine weitere große Neuerung in der Version 2.9 ist, dass ihr als Organisationsadministratoren Textbausteine anlegen und verwalten könnt. Wie ihr hier sehen könnt, läuft der Prozess komplett innerhalb der Oberfläche vom Picon Basket ab. Ihr könnt verschiedene Vorlagen für verschiedene Sprachen erstellen und habt sie so auf einen Blick verfügbar. Um die erstellten Vorlagen zu verwenden, erstellt ihr einfach ein neues Angebot und geht zur Registerkarte Kopfdaten. Im Bereich Vortext habt ihr auf der rechten Seite ein neues Symbol. Dort könnt ihr die verschiedenen Vorlagen sehen und genau die passende für das Angebot auswählen. Eine weitere Neuerung ist, dass ihr beim Anlegen einer Bestellung im Picon Basket jetzt auch die Möglichkeit habt, die vom Kunden stammenden Adressen zu duplizieren. So könnt ihr die richtige Rechnungs- und Lieferadresse direkt vom Kunden bekommen. Das spart nicht nur eine Menge Zeit, sondern reduziert auch Fehler, die beim manuellen Ausfüllen von Adressdaten passieren können. Und zu guter Letzt bringt der neue Picon Basket noch die Möglichkeit mit, dass ihr 3D-Modelle eurer erstellten Konfiguration herunterladen könnt. Geht wie hier zu sehen einfach zu den Eigenschaften des konfigurierten Produkts und klickt oben in der Ecke auf die drei Punkte. Hier könnt ihr das 3D-Modell in verschiedenen Formaten exportieren. Das ist der neue Picon Basket Version 2.9. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg beim Erstellen eurer Angebote.